Ich befinde mich in Österreich, Leute, und hinter mir geht's auf in ein Skigebiet mit über 20 Hütten. Wie wir schon sehen können, werden wir heute blauen Himmel haben, Neuschnee und ein riesiges Skigebiet. Und da habe ich mir gedacht, ich nehme es mir zum Ziel, dieses Skigebiet heute einmal komplett leer zu essen, sodass am Ende für niemand anderen mehr was zu essen übrig ist. Ob mir das Ganze gelingt, werdet ihr in dem Video sehen. Außerdem gibt es unter anderem eine Piste, wo ich meine Geschwindigkeit messen kann. Mal schauen, ob wir vielleicht die 100 km/h knacken können. Mehrere Funparks und noch vieles mehr. Ich nehme euch Freunde des Essen und gepflegten Wintersports also mit auf eine schöne Reise. Viel Spaß mit dem Video. Bevor irgendwas losgeht, müssen wir aber zuerst einmal die Skier auspacken. Wir haben jetzt 8.30 Uhr, das Skigebiet hat gerade aufgemacht. Ich bin immer der Erste am Lift und ich habe schon gesehen, dass es hier bei einer Hütte etwas gibt, was ich noch nie im Skigebiet gemacht habe. Das gibt es aber nur bis 10.30 Uhr, wir müssen uns also beeilen, schwingen wir uns auf. Und wir fahren auch schon direkt nach oben. Der Tagespass hat mich 62,50 Euro gekostet. Wow, Skifahren war schon immer teurer, aber es wird von Jahr zu Jahr teurer. So wie alles. Naja, nicht ganz. Manche Sachen werden sogar so günstig wie noch nie. Weil, und es tut mir leid, dass ich das jetzt so penetrant am Anfang des Videos sagen muss, aber es ist mega wichtig, dass ihr da draußen das mitbekommt, weil ich selber so einen krassen Deal noch nie gesehen habe. Es gibt als Neujahresspecial bei MyProtein jetzt 54% auf fast alles und auch auf Clearway. Das ist somit das beliebteste Produkt bei MyProtein. Und das ist wie eine Proteinlimonade und die kriegt ihr 54% reduziert. Kreatin und alles andere auch. Ihr müsst dafür nur den Code Franklin bei MyProtein eingeben. Wenn ihr also Supplements für den Sport braucht, Clearway feiert oder was auch immer, dann haut euch den Warenkorb voll, knallt den Code Franklin rein und zahlt nicht mal die Hälfte dafür. Ich glaube, ich bin jetzt seit 3,5 Jahren bei MyProtein und sowas habe ich noch nie gesehen auf Clearway. So, das wollte ich kurz loswerden, weil wie gesagt, nicht alle Sachen werden teuer. Den ganzen Essen, was ich heute essen werde, schätze ich mal, dass ich am Ende des Tages vielleicht bei 150 Euro oder so landen werde. Mal schauen. Ihr könnt euch schon mal in eurem Kopf einen kleinen Wert setzen und schauen, ob es bis zum Ende aufgeht. So, ich bin jetzt oben angekommen, Leute, das erste Problem. Ich bin jetzt ungefähr hier und wir müssen jetzt hier einmal alles runterfahren auf Ratzfatz und hier üben wir in den anderen Lift. Hier wieder hoch, weil da muss ich hin. Dort wartet meine erste Mahlzeit auf mich. Ich, Dulli, bin einfach aus Versehen den falschen Berg hochgefahren, weil ich dachte, die erste Hütte, wo wir heute hinfahren, ist hier. Aber wir müssen einmal genau da hinten auf den anderen Berg. Und so viel Zeit haben wir auch nicht. Auch wenn die Landschaft wunderschön ist, muss ich mich beeilen, damit ich die erste Mahlzeit überhaupt noch bekomme, weil die gibt es, wie gesagt, nur begrenzt. Also packen wir es runter, die erste Abfahrt des Tages. Für mich persönlich als jahrelanger Skifahrer hat die erste Abfahrt immer was ganz Besonderes. Ich liebe es, einer der ersten am Berg zu sein und diese relativ frisch präparierten Pisten fast für mich alleine genießen zu können. Da ist Skifahren für mich etwas im Leben, wo es sich auf jeden Fall lohnt, früh aufzustehen. Und ich denke, allein schon diese Aufnahmen sollten gut genug sein für euch, auch das nächste Mal früh aus den Federn zu gehen. Und wieder in der Gondel. Einmal von da oben den ganzen Berg runtergefahren und jetzt wieder hoch. Während ich hier gerade hochfahre, brauche ich mal eure Hilfe. Ich wollte heute eigentlich auch eine Ski-Challenge drehen, aber das, was ich machen wollte, geht nicht. Und zwar will ich schon seit Jahren das Video 24 Stunden Skifahren drehen. Das heißt 24 Stunden am Stück hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Meine Videos erreichen ja dann doch ein paar Leute. Vielleicht ist da draußen irgendjemand, der mir bei der Umsetzung dieses Videos helfen kann oder Kontakt hat, wie man das irgendwie umsetzen kann. Man braucht halt vor allen Dingen Kontakt zu so einem Liftbetreiber. Muss auch nicht mega groß sein, aber das wäre mal eine Sport-Challenge, auf die echt Bock hätte. Jetzt fahren wir hoch und dann gibt es auch für mich die erste Mahlzeit des Tages. Wenige Minuten später habe ich es auch geschafft, Leute. Ich bin auf der Hütte mit dem Hintergrund. Alter, also wirklich, nächstes Jahr geht ja wohl nicht. Und das habe ich auch noch nie gemacht. Und zwar Frühstück auf einer Hütte bis 10.40 Uhr. Tiroler Schlemmer Frühstück, Bella Italia, mal was anderes. Ich habe mich ja für die Buttermilch-Pancakes entschieden. Sowas habe ich noch nie auf einer Hütte gegessen. Bin mal gespannt, ob das was kann. Und ich sehe jetzt schon die Kommentare. Julian regt sich über die Preise im Skigebiet auf zum Skifahren. Auch Julian verbringt den ganzen Tag mit Essen anstatt mit Skifahren im Skigebiet. Also hier haben wir die Buttermilch-Pancakes, Leute, die duften herrlich und jetzt machen wir das Ganze gemeinsam, dass wir hier einmal schön den Ahornsirup rüberkippen. Kurzkettige Kohlenhydrate, die gleich wieder umgewandelt werden. Zumindest rede ich mir das heute mal so schön. Ich habe auch eine Tasse Kaffee dazu bekommen. Oh, rein in die Fressluke. Das Egon Kowalski-Syndrom hat mich mittlerweile auch schon befallen. Was hier interessant ist, das sind jetzt nicht so dicke Pancakes, wie ich gedacht hätte, sondern die sind deutlich dünner. Probieren wir es mal. Boah, boah.
Oh mein Gott, sind die gut. Schaut euch das mal an. Die sind, man sieht hier außen, glaube ich, auch so schön diesen Crunch ein bisschen. Dann haben wir hier schön die Beeren drauf, ein bisschen Sahne dazu. Auf den Hütten ist das Essen auch immer wirklich so richtig hochkalorisch und mit ordentlich viel Fett angebraten. Und es hat einfach so einen ganz eigenen Geschmack. Boah, die sind total gut. Nicht das, was ich erwartet habe. Aber dennoch ziemlich geil. Ich würde sagen, so kann man auf jeden Fall in den Tag starten. Hier gibt es auch noch ein bisschen Marmelade und eine Semmel kriege ich auch noch gleich. Lass ich mir jetzt erstmal schmecken. Aufgegessen und gezahlt. Ich muss sagen, die Dinger waren richtig geil. Also die kriegen von mir safe eine 9 von 10, vielleicht sogar 10 von 10. Weil eigentlich war das nice, dass sie nicht so dick waren. Vom Geschmack her waren die wirklich, gab es fast nichts auszusetzen eigentlich. Und jetzt haltet euch fest, der Preis 14,90 € für das ganze Frühstück mit allem drum und dran. Also in Anbetracht des Preises bekommt es mir sogar eine 10 von 10, muss ich sagen. Hier werden wir nachher nochmal herkommen, weil hier gibt es eine ganz besondere Sache. Jetzt möchte ich erstmal ein paar Abfahrten machen und ich würde sagen, wir suchen uns mal die erste schwarze Piste raus, oh mein Gott, und versuchen die mal zu fahren. Hoffen mal, dass es mich nicht schmeißt. Ich befinde mich jetzt hier direkt vor der schwarzen 7. Die geht hier vorne hinter der Kante steil runter. Es gibt ja drei Pistenkategorien. Blau ist das leichteste, rot ist mittel und schwarz ist am schwersten. Und jetzt würde ich sagen, schauen wir mal, wie gut wir das Ding runterkommen. Und dann fahre ich mich schon mal warm, um nachher die 100 km/h zu knacken. Ich habe keine Ahnung, ob wir das schaffen. Ich glaube, ich habe das zuletzt als Kind gemessen, aber ich glaube, ich habe noch nie 100 km/h gefahren. Also Leute, schwarze Piste, rein da. Aber zuerst nehmen wir noch das kleine Stück hier mit. Oh, köstlich, köstlich, Alter, geil. Dann schauen wir mal, wie schnell wir die schwarze Piste runterkommen und ob wir es überhaupt schaffen. Aha. Oh Gott, ich traue mich nicht schneller. Oh Gott. Okay, komm. Machen wir es gescheit. Da geht es schnell runter. Und zack. Und hopp. Wie sich manche von euch vielleicht schon gedacht haben, war die schwarze Piste jetzt nicht die größte Challenge für mich. Weird Flex Bro an der Stelle. Spaß hat es natürlich trotzdem gemacht zum Runterfahren. Und die schwarze Piste war auch nicht allzu lang, wie ihr hier links sehen könnt, denn da sieht man schon, dass ich wieder auf einer roten Piste bin. Auch abseits der Piste waren die perfekten Schneebedingungen und so guten Schnee und gutes Wetter erlebt man leider nicht allzu häufig. Was ich persönlich auch noch nie erlebt oder probiert habe, ist eine sogenannte Brezensuppe. Diese wurde mir von der Kellnerin bei der Hütte, wo ich gefrühstückt habe, empfohlen. Denn das soll eine einzigartige Spezialität sein, die es nur auf dem Gipfelhit gibt. Und ich bin natürlich voller Vorfreude wieder zu der Hütte gefahren, um diese einmalige Speise mal zu testen. Denn Kaiserschmarrn, Schnitzel, Currywurst und Co. habe ich in meinem Leben schon häufig genug gegessen. Was nicht heißt, dass wir sie in dem Video nicht auch noch essen. Nun geht's aber erstmal an die legendäre Brezensuppe. Wir haben jetzt 12 Uhr mittags, Leute. Zeit für die nächste Mahlzeit und ihr seht im Hintergrund, wir essen überall noch Leute. Also ich habe meine Mission noch lange nicht geschafft. Die haben alle auch noch was zu essen. Ich habe noch nicht das Skigebiet leer gegessen. Deswegen habe ich mir eine Leckerei bestellt. Kann ich euch sagen, wo ihr eine Leckerei bestellen könnt? Und zwar bei Gymshark. Meine Mütze ist von Gymshark. Sogar mein Fleece-Pulli. Hier seht ihr es. Perfekt zum Skifahren. Ist auch von Gymshark. Natürlich meine Sachen drunter auch. Nicht nur im Fitnessstudio, auch abseits. Mit dem Code Franklin könnt ihr mal 10% sparen. Wenn also ihr auch sportlich ins neue Jahr starten wollt und Sportklamotten braucht, wisst ihr Bescheid. Link ist in der Videobeschreibung. Ich habe jetzt hier schon mal einen Einbüller bestellt, denn für mich gibt es was Herzhaftes und dazu trinke ich gerne was Süßes. So ein Nudler ist auf jeden Fall Pflichtprogramm, würde ich sagen. Ihr merkt, ich nehme das süße Getränk zum herzhaften Essen. Und so sieht das ganze Essen jetzt aus. Die sogenannte Brezensuppen ist wohl legendär. Wir haben hier weiße Brezen mit flüssigem Käse. Alter. Noch dazu oben drüber so ein bisschen Röstzwiebeln und ein kleines bisschen Schnittlauch. Alter. Also ich habe ja schon wirklich viele Sachen auf der Hütte gegessen. Kasspatzen, alles Mögliche. Aber sowas noch nie. Deswegen bin ich umso gespannt, mal was komplett Neues zu probieren. Und was das kann, also ich glaube, das könnte somit das kalorienreichste sein, was ich jemals gegessen habe. Hier sieht man das so ein kleines bisschen. Da schwimmt auch so richtig das Öl drin. Aber da bin ich mal gespannt, wie das jetzt schmeckt. Erweitern wir mal unseren kulinarischen Horizont, Leute. Ich glaube, jetzt wird es wieder richtig verbrennen. Wetten? Oha, das schmeckt überraschend geil. Diese Brezen, die so ausschaut, die wird vorher anscheinend in Milch, glaube ich, eingelegt oder sowas. Das heißt, die ist so ein bisschen weich und labbrig und dann einfach mit diesem Käse überbacken. Das ist so eine richtige matschig-käsige Konsistenz. Die
Die Brezensuppe wurde verdrückt und die Konsistenz war richtig geil. Also es war am Ende so ein bisschen matschig. Man kann sich's vorstellen wie ein Knödel, sowas in der Art. Und das bringt mich dann auch hier eigentlich zur nächsten Mahlzeit. Die war so gar nicht geplant, aber ich hatte dennoch Bock auf was Süßes ein bisschen. Der Klassiker hier, der muss sein. Germknödel. An der Stelle mit ordentlich Vanillesoße und Mohnzucker drüber. Mohnpuderzucker. Das Ding ist so ein Hefeteig, der richtig krass aufgeht. Ich hatte ja auch schon mal eine Kalorien-Challenge gedreht im Skigebiet und da haben wir das auch gegessen. Da habe ich gemerkt, wie heftig das sättigt. Ich will aber gleich noch ordentlich Gewicht laden, denn wir testen natürlich noch die Strecke und versuchen die 100 km/h zu knacken. Auf der Rennstrecke, je mehr Gewicht, desto schneller fahre ich natürlich auch. Also der Germknödel macht mich schnell. Innen sind Germknödel immer mit so Pflaumenmus gefüllt. Aber ich glaube, die gibt es auch mit anderen Füllungen. Aber ich kenne es nur mit Pflaumenmus. Ich weiß noch, damals, als ich Teenager war, da war ich immer im Skikurs und sowas. Und da habe ich sowas immer als Mittagessen bestellt. Das hat mir gereicht. Ein so ein Ding hat mir gereicht. Ich weiß nicht, wie das jetzt noch möglich ist. Aber ich hatte auch mal Süßigkeiten im Rucksack dabei und habe mir noch ein Packen Twix oder sowas reingehauen. Kann ich aber gleich mal was erzählen, was ich als Teenager von irgendeinem anderen Skigast mal geklaut habe. Wahrscheinlich habt ihr euch schon mal gefragt, was mit den ganzen Skiern passiert und ob da irgendjemand mal was mitgehen lässt. Ich kann euch dazu eine kleine Story erzählen. Die gibt's nach dem Essen. So Leute, das was ihr hier seht, das sind einmal meine Skier und das sind meine Skistöcke. Ich filme gerade, deswegen rede ich mit mir selber. Und eine von den beiden Sachen habe ich selber bezahlt. Zum Glück kann ich sagen, es waren die Skier. Die hier, die habe ich als Teenager einfach mal mitgenommen. Da bin ich einfach so wohin, habe die einfach genommen und bin damit weggefahren. Also jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass das schon eine mies asoziale Nummer ist. Aber ich glaube, das zählt als Teenager unter grenzwertiges Kavaliersdelikt. Skier kann man ja nicht mitgehen lassen, weil die auf die Bindung quasi auf eure Schuhgröße eingestellt sind. Außer ihr findet genau die richtigen. Naja, aber so viel auf jeden Fall dazu. Seid euch da nicht zu sicher. Es gibt wirklich Leute, die auch Skier klauen. Man kann das Ganze aber auch versichern. Das Essen gerade eben hat mich übrigens 27,70 Euro gekostet, alles zusammen. Jetzt nicht gerade günstig, vor allem die Germknödel mit 10,40 Euro finde ich dann doch ein bisschen teurer. Ich habe auf jeden Fall jetzt einen konkreten Plan. Wir wollen auf die Rennstrecke. So, bin jetzt angekommen, Leute, an der Speed-Strecke, wo man die Geschwindigkeit messen kann. Aber es ist nicht so, wie ich gedacht hätte. Das hier ist der Hang. Man kann die Geschwindigkeit nur von dort nach dort unten messen. Und noch dazu muss ich da oben meinen Skipass erst scannen. Und erst wenn der gescannt ist, kann ich losfahren. Ich könnte natürlich jetzt irgendwie versuchen, jemanden zu organisieren, der sich da hinstellt und seinen scannt. Und ich nehme von da oben Anlauf und heiz da runter. Und der scannt genau, wenn ich da durchschieße. Und dann könnten wir wirklich eine richtige Geschwindigkeit messen. Aber ich kenne ja halt kein Schwein, weil ich ein Opfer bin, was immer alleine Skifahren geht. Ich bezweifle, dass wir da jetzt die 100 km/h schaffen. Aber wir können ja mal schauen, wie viel es trotzdem werden. Falls ihr eure Geschwindigkeit schon mal gemessen habt, schreibt es mal in die Kommentare. Wenn wir interessieren, wie schnell ihr wart. Ich denke schon, dass ich safe mal über 100 gefahren bin. Meine Damen und Herren, epische Musik. Wir haben vielleicht 100 Meter, aber diese 100 Meter können reichen, um das Unschaffbare zu schaffen. Seid ihr bereit? Ich bin sehr aufgeregt. 3, 2, 1. Go, 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 go! Ha, ha. Schuss! Schuss! Was haben wir geschafft? 57 km/h. 57 km/h waren das. Wenn diese langsame Geschwindigkeit gerade 57 km/h war, dann glaube ich sogar, dass wir heute schon 100 gefahren sind. Also man fährt viel schneller beim Skifahren, als man denkt. Da habe ich den Mund ein kleines bisschen zu voll genommen und mich ein bisschen verschätzt. Denn ich hatte den Tag über im Hintergrund eine App am Laufen, die meine Abfahrten trackt. Und die hat mir ausgespuckt, dass meine Höchstgeschwindigkeit an dem Tag 80,5 km/h waren. Es haben also noch 20 km/h zu den 100 gefehlt. Vielleicht lief aber auch die App falsch. Wer weiß das schon. Mittlerweile haben wir 14.53 Uhr. Es sind immer noch Leute auf den Hütten, die immer noch was am Essen sind. Das heißt, ich habe das Skigebiet noch immer nicht leer gegessen. Zeit wird es, dass wir noch eine weitere Sache bestellen. Ich habe mir jetzt hier so einen richtig schönen Platz besorgt. Einmal richtig genüsslicher Ausblick. Und die nächste Bestellung ist raus. Was es ist, seht ihr gleich. So Leute, ihr habt es gesehen oder ihr seht es gerade. Es ist natürlich der Kaiserschmarrn geworden, Leute. Unnormal geil. Schaut ihn euch an. So muss der aussehen. Jetzt nochmal einen schönen Kaffee hier. Ich habe noch mindestens eine Sache in meinem Kopf, die ich heute noch abhaken möchte, die danach auch noch kommt. Also das ist nicht die letzte Mahlzeit, keine Angst. Ich merke nur gerade, dass ich das Apfelmus über den Kaiserschmarrn gemacht habe. Das mache ich normalerweise nie. Normalerweise nehme ich es immer raus und tunke es dann hier drin ein. Moment mal. Es gibt so viele Arten, Kaiserschmarrn zu machen. Und das hier ist einer von denen, die ultra viel Ei drin haben. Mir persönlich sogar zu sehr nach Ei schmecken. Ich weiß auch mehr, wenn diese Stücke, sage ich mal, ein bisschen kleiner sind, aber es ist halt Geschmackssache.
gehört dazu. Für mich, wie gesagt, das geilste Essen auf der Hütte. Mit das geilste Essen auf der Hütte. Das ist, glaube ich, meine vierte Mahlzeit jetzt. Und ich habe halt nicht mal ansatzweise irgendwie ein Sättigungsgefühl. Also durch die Bewegung kann man richtig, richtig viel essen die ganze Zeit. Und ich glaube, das liegt auch so ein bisschen an der Kälte, dass man da auch noch mehr essen kann. Das ist natürlich auch ein bisschen verlockend, weil ich glaube, am Ende habe ich heute schon mehr Kalorien gegessen, als ich verbrannt habe. Den Kollegen lasse ich mir jetzt noch schmecken. Und dann steht noch eine Sache auf meiner To-Do-Liste, was Skifahren angeht heute. Und zwar müssen wir noch den Funpark bewältigen. Einmal durch, ihr wisst, das sind die Kicker, alles. Ohne, dass ich mich verletze oder dass wir uns irgendwie stürzen oder so. Mal gucken, ob wir es durchziehen. Und dann gibt es nochmal Essen. Und dann schauen wir mal, ob wir dieses Skigebiet endlich leer gegessen haben. Kaiserschmarrn ist eins meiner Lieblingsmahlzeiten. Der war aber nicht gerade der größte Hit. Mit einer Flasche Wasser und einem Kaffee hat mich der Kaiserschmarrn 20,70 Euro gekostet. Jungs und Mädels, wir haben die Arschkarte gesperrt. Darf ich noch einmal durchfahren? Ist zu, oder? Ja, kann ich schon nochmal, aber hier nicht verwendet. Ja, nee. Schönen Abend euch, servus. Als letzter durfte ich dann noch durch den Park fahren. Und leider bin ich auch die letzten 10 Jahre, wenn es hochkommt, ein bis zweimal pro Saison zum Skifahren gefahren. Als Teenager habe ich relativ viel Zeit in solchen Funparks verbracht und konnte den einen oder anderen Trick. Mittlerweile fehlt mir aber die Routine und Sicherheit, vielleicht auch ein kleines bisschen die Eier, um zum Beispiel ein 360 zu machen oder die ein oder andere Rail zu grinden. Ich hoffe, dass ich diesen und vielleicht auch nächsten Winter mal wieder häufiger dazu komme, beziehungsweise mir die Zeit nehme. Oben an der Bergstation angekommen, gab es dann noch einen schönen Sonnenuntergang und auch die letzte Abfahrt des Tages. Wir haben jetzt 3:45 und keiner steigt mehr in den Lift hinter mir ein. Ich hatte auch oben eine Aufnahme vom Restaurant. Da hat er mir gesagt, wieso keiner mehr einsteigt, weil ich alles aufgegessen habe, Leute. Die haben nichts mehr zu essen und deswegen können niemand mehr hochlassen. Leider ist die Aufnahme flöten gegangen. Hier habe ich vorhin das Intro aufgenommen, Leute. Schaut einfach mal, dass alle Autos jetzt weg sind. Das waren sie beim Intro nicht. Allein das zeigt felsenfest, wie erfolgreich wir es jetzt schon geschafft haben, obwohl wir nicht bei der letzten Mahlzeit sind, dieses Skigebiet leer zu essen. Die letzte Mahlzeit wird nochmal richtig deftig und die habe ich bei einem Date, denn jetzt bekomme ich Besuch. Die Rede ist vom einzig wahren, unglaublichen Rainer Winkler! Leider nicht. Es wär zu geil. Den würde ich zu gerne mal kennenlernen. Genauso wie Igor Kowalski. Aber es ist meine Ehefrau. Es ging mit Sophia in eine weitere Wirtschaft mit ordentlich deftigem Essen. So habe ich mir zum Abendessen Cordon Bleu plus Kartoffeln rausgelassen. Ein Cordon Bleu, Leute. Also ich sag ganz ehrlich, zuerst hatte ich an ein Schnitzel gedacht. Aber dann dachte ich mir, wisst ihr was? Wir nehmen mal was anderes. Nicht das, was wir immer essen. Und jetzt noch so einen vorhersehbaren Klassiker. Das ist jetzt ein bisschen edler hier. Dazu gibt es hier wunderschöne Petersilienkartoffeln. Oh, der Käse läuft schon runter, oh mein Gott. Eigentlich könnte es ja noch geiler sein als ein Schnitzel, weil Käse macht ja viele Sachen noch geiler. Mmh. Oh. Mhm. Mmh. Und diese Knusperkeit von der Panade ist richtig geil. Die Preiselbeeren harmonieren ultra gut mit dem Käse im Mund. Diese Kombination Preiselbeeren und Käse, so ähnlich wie bei Camembert auch, das ist einfach nur ein Gedicht. Kartoffeln können wir auch noch probieren hier. Boah. Köstlich. Muss ich sagen, von der Qualität her, glaube ich, somit das hochwertigste Essen, was ich heute gegessen habe. Dazu gibt es noch ein Weißbier, alkoholfrei. Und ich werde mir danach jetzt gleich noch einen Nachtisch reinzimmern. Den zeigen wir euch jetzt. Dann sehen wir uns draußen. Ich habe den ganzen Tag über noch nicht genug gegessen. Also habe ich mir gedacht, zum Nachtisch gibt es noch bayerisch Creme. Von der Sättigung her hat das Ganze perfekt gepasst und geschmeckt hat es auch super. Mittlerweile haben wir auch schon den nächsten Tag, Leute, und ich bin wieder Skifahren. Der Tag gestern hat mich 157,20 Euro oder 60, wenn es euch immer eingekostet, nur fürs Essen. Wir haben es fast geschafft, das Skigebiet aufzuessen, würde ich sagen. Also ich habe dann den anderen Leuten noch ein bisschen was übrig gelassen aus Kulanz. Für diese ritterliche Tat, würde ich sagen, könnt ihr auf jeden Fall einen Daumen da lassen. Was würdet ihr sagen, was wäre euer Tipp, damit ich es geschafft hätte, das ganze Skigebiet leer zu essen? Schreibt es gerne in die Kommentare. Im Endeffekt wollte ich mit euch einen geilen Tag im Skigebiet verbringen und einfach diese geilen Vibes plus das geile Essen rüberbringen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und es waren ein paar Minuten quasi Urlaub für die Augen. Für mich war es auf jeden Fall ein richtig geiler Tag. Und wenn ihr jetzt sehen möchtet, wie ich mit Sophia noch einen gemeinsamen Tag verbringe, dann könnt ihr euch gerne das Video auf meinem Zweitkanal Franklin TV anschauen, was euch angezeigt wird. Beim nächsten Mal sehen wir uns wieder. Ich genieße das geile Wetter hier noch. Liebe Grüße aus den Alpen. Servus. Köstlich, schmöchtlich, knaftig, machtig, bachtig, schmächtig, bächtig. Runter.